Es war, wie so viele gute Ideen in Bayern, eine Stammtischidee. Anlässlich des touristischen Bauernjahres 1992 organisierten einige Rattenberger einen kleinen Bauernmarkt. Geplant war er als einmalige Veranstaltung. Und das haben wir zunächst ein bisschen belächelt worden, weil das gesagt haben alle, sowas geht ja am Dorf nicht, da braucht man ja mehr Kunden. Aber die wollten dann das weitermachen, weil es wirklich schön war und weil auch Kunden gekommen sind. Auch die Kunden haben gesagt, sowas braucht man. Und nachdem der Neid auch vor die anderen Geschäftsleute dann weg war, hat sich das immer weiter entwickelt. Verständlicherweise haben die umliegenden Geschäfte gemeint, das könnte ihrem Umsatz schaden. Zwischenzeitlich stellen wir durchaus Synergieeffekte fest. Also es profitieren alle davon und die Geschäfte sprechen selbst von einem Umsatzplus von 15-20%. Der wohl kleinste Bauernmarkt Bayerns konnte sich etablieren, fand künftig alle 14 Tage statt und am vergangenen Samstag zum mittlerweile 500. Mal. Vor 20 Jahren gab es gerade mal 40 Bauernmärkte in Bayern. Heuer sind es über 170. Für Landwirtschaftsminister Helmut Brunner eine richtige Entwicklung. Im Schnitt gibt jeder Verbraucher in Deutschland 11% seines Einkommens für Nahrungsmittel aus. Das ist weniger als in allen anderen europäischen Staaten. Aber gleichzeitig steigt die Qualität unserer Produkte und damit auch die Produktionskosten. Und deshalb appelliere ich auch um Verständnis bei den Verbrauchern, dass die Bauern einen angemessenen Preis brauchen, um diese hohe Qualität, diese Frische, diese Vielfalt auch dauerhaft anbieten zu können. In Rattenberg war das Jubiläum am Samstag leicht verregnet. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Denn die Rattenberger mögen ihren Bauernmarkt, ob es regnet, stürmt oder schneit.